Herzlich willkommen zum Winterkongress 2021. Mein Name ist Kubikpixel. Ich begrüße euch herzlich bei der virtuellen Winterkongress zum heutigen Vortrag von Jan Surber und Jan Girard, beide Journalisten und Redakteure bei der WOZ, bei der Wochenzeitung, zu ihrem Vortrag «Die Schweizer und ihre Rüstungsexporte». Die beiden Journalisten würden sich gerne selber vorstellen und ich übergebe ihnen herzlichst und gerne das Wort. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns sehr über die Einladung, euch hier am Winterkongress verstrickt. Frage, es ist ein Mitarbeiterinnen der Wochenzeitung WOZ im letzten Sommer veröffentlicht haben. Es ist uns dabei gelungen, erstmals all die Firmen zu benennen, die eben im Geschäft mit dem Krieg tätig sind, und zwar mit Namen und Adressen und auch mit den Bewilligungen, für die sie Waffen exportieren dürfen. Wir möchten euch an diesem Vortrag zuerst zeigen, wie wir überhaupt zu diesen Daten gekommen sind. Wir haben sie nämlich über das Öffentlichkeitsgesetz erstritten und Jan, der ein großer Verfechter dieser Methode ist, wird euch gleich sagen, wie uns das gelungen ist. Anschließend möchten wir euch kurz vorstellen, welche Kategorien von Kriegsmaterial gibt es offiziell überhaupt. Dann wollen wir auf die wichtigsten Erkenntnisse des Rüstungsreports zu sprechen kommen und anschließend wollen wir uns dann aufmachen in die Werkhallen der einzelnen Rüstungsfirmen. Dass dies heute nur virtuell geschehen kann, ist nicht allzu schlimm, denn auch in der Realität ist es uns nicht gelungen, diese Firmen zu besichtigen. Wir haben stets freundliche Anfragen geschickt, aber leider meist eher unwirsche Absagen gekriegt. Im Anschluss dann könnt ihr in den Chat ja eure Fragen schreiben oder schon unterwegs und wir beantworten sie dann gerne und sind später noch in der WOZ-Hütte oder in der WOZ-Lounge im Winterdorf anzutreffen. Und am Ende unserer Präsentation findet sich auch eine Liste mit Links zu allen Quellen, damit ihr euch noch selbst mit dem Thema beschäftigen könnt, wenn ihr Interesse habt. Jetzt ganz kurz zu uns beiden. Mein Name ist Kaspar Surber. Ich habe Geschichte studiert und bin seit 2007 Redaktor bei der WOZ im Politikressort. Mein Kollege Jan hat originellerweise fast dieselbe Laufbahn gewählt, außer dass er erst seit 2010 bei der WOZ arbeitet. Um euch einen kurzen Einblick zu geben, worum geht es genau, um was für Firmen, möchten wir mit einem Beispiel beginnen, nämlich hier mit der Firma Namo, die uns in verschiedenerlei Hinsicht sehr typisch scheint für das Rüstungsbusiness in der Schweiz. Man sieht bereits, wo sie tätig ist. Hier im Logo zeigt sie nämlich unverfroren eine Patrone. Die Namo wiederum hat ihren Hauptsitz in Norwegen, nicht in der Schweiz, unterhält hier einen Ableger in Eremos im Wallis. Das zeigt bereits relativ schlagend, dass eben das sogenannte Schweizer Rüstungsbusiness vor allem ein international verflochtenes Geschäft ist. Die Namo hat uns dann als einzige Firma überhaupt Antwort gegeben, was genau sie produziert, wobei man sagen muss, die Antwort kam aus Norwegen und nicht aus dem Wallis. Dort haben sie uns geschrieben, dass sie zwei Produkte herstellen, einerseits Munitionssicherungssysteme und andererseits Zünder.
Und das ist auch insofern sehr beispielhaft, weil eben in der Schweiz, die ja bekannt ist für ihr Know-how und ihre Feinmechanik, dass hier eben kleine Bauteile produziert werden, die dann später im Ausland in größere Waffen integriert werden. Die M72, der Raketenwerfer wiederum, wofür diese Teile verwendet werden, ist das Vorzeigeprodukt von NAMO. Wenn man sich mit Rüstungsfirmen beschäftigt, dann merkt man schnell, sie sind nicht nur in der Produktion von Waffen tätig, sondern auch in der Produktion von Worthülsen. Die M72 nun, da ist die Eigenwerbung, heißt es, kehrte seit dem Vietnamkrieg auf fast jedes Schlachtfeld zurück. Auch die aktuellen Kriege in Afghanistan und im Irak zeigen neue Herausforderungen, die flexible Waffensysteme erfordern. Wie gesagt, wenn man sich beschäftigt, ist man immer wieder mit dieser PR-Sprache konfrontiert und wir müssen vielleicht hier doch in aller Deutlichkeit darauf hinweisen, dass diese Sprache schlicht nur zynisch ist, denn neue Herausforderungen, das heißt ja letztlich nichts anderes und das sollte man bei der Beschäftigung mit dieser Thematik nie vergessen, dass diese Waffen ein Ziel haben, nämlich das Ziel, Menschen zu töten. Ja, soweit einmal diese kurze Übersicht zur Firma NAMO mit der Patrone im Logo. Dann würde Jan jetzt übernehmen. Wir hoffen, das klappt jetzt technisch und euch eine Einführung geben ins Öffentlichkeitsrecht und wie wir zu den Daten gekommen sind. Ja, genau. Auch von meiner Seite aus noch herzlich willkommen zu diesem Vortrag über den Rüstungsreport und ohne das Öffentlichkeitsgesetz, so viel kann ich sagen, wäre dieser Report nicht entstanden. Kaspar hat es schon angedeutet, ich bin ein großer Verfechter und Fan dieses Instrumentes, dieser Möglichkeit, die grundsätzlich jedem Bürger und jeder Bürgerin in diesem Land offen steht. Wir Journalisten haben den Vorteil, dass wir weniger Gebühren zahlen müssen. Also die Behörden sind angehalten, gänzlich auf Gebühren zu verzichten. Falls Sie das aus welchen Gründen auch immer nicht können, erstatten Sie uns 50%. Das war auch im Falle der Daten, um die es hier geht, der Fall. Wir haben letztlich dann eine Gebührenreduktion von 50% erhalten, mussten aber doch tief in die Tasche greifen. Das Ganze hat uns rein für die Bearbeitung letztlich weit über 5.000 Franken gekostet. Das ist Geld, das so in der Form natürlich nicht einfach mal vorhanden ist, besonders für jemanden, der nicht eine Infrastruktur wie wir bei der WOTS im Hintergrund hat. Genau, ich kann jedem nur empfehlen, also nicht nur Journalistinnen und Journalisten, sondern auch Hacker und Hackerinnen und allen Bürgerinnen, sich mit dem Öffentlichkeits auseinanderzusetzen, weil das wirklich allen zur Verfügung steht. Es ist ein Gesetz, das Einsicht in die Dokumente der Bundesverwaltung, das jedem das Recht gibt, Einsicht in Dokumente der Bundesverwaltung zu nehmen. Und es gibt eine wirklich sehr gute Webseite, die ist da unten eingezeichnet, hier. Da kann man sich dann weitere Informationen holen, auch was auf kantonaler Ebene möglich ist. So viel vorweg, einmal mehr, die Romandie ist sehr viel progressiver als die Deutschschweiz. Aber viele Kantone kennen mittlerweile auch eine Art Öffentlichkeitsgesetz oder eine entsprechende Verordnung. Angefangen hat das Ganze, dass wir uns mit den Rüstungsexportstatistiken auf der Webseite des Staatssekretariats für Wirtschaft, des SECO, mit den Zahlen auseinandergesetzt haben. Das SECO ist zuständig für die, federführend zuständig für die Exportkontrolle. Und wenn man sich diese öffentlich verfügbaren Zahlen und Daten anschaut über das Schweizer Rüstungsexportwesen, merkt man, es ist im Grunde genommen eine Blackbox. Man kennt ein paar Firmennamen, vor allem diejenigen der Bekannten, wie Mowag oder Rheinmetall oder RUAG natürlich. Aber ansonsten fehlen Adressen und Namen der Profiteure vom Rüstungs- bzw. Kriegsgeschäft. Und auch die Struktur und die Beschaffenheit der Branche ist über die öffentlich verfügbaren Informationen wirklich nur bruchstückhaft erkennbar. Aus diesem Grund haben wir bei der WOTS am 1. April 2015 ein Einsichtsgesuch gestellt, gestützt auf das Öffentlichkeits beim SECO. Und zwar wollten wir damals eine Liste sämtlicher Firmen, die beim SECO im Jahr 2014 ein Gesuch gestellt haben, um Kriegsmaterial auszuführen. Genau, ja, und dann mussten wir ziemlich viel Geduld haben, weil dann ist Folgendes passiert.
Das SECO hat unser Einsichtgesuch grundsätzlich abgelehnt. Es hat gesagt, Geschäftsgeheimnis, müssen gewahrt bleiben, die nationale Sicherheit geht vor, keine Chance. Daraufhin haben wir die Möglichkeit genutzt, die uns zur Verfügung steht. Wir haben dann nämlich einen Schlichtungsantrag beim Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten, dem EDÖB, eingereicht. Es hat über ein Jahr gedauert, bis der EDÖB sich dann gemeldet hat und eine Empfehlung ausgesprochen hat, und zwar zu unseren Gunsten. Der EDÖB hat entschieden, dass das öffentliche Interesse überwiege und das SECO solle uns Zugang zu den geforderten Daten und Listen liefern. Aber das EDÖB kann nur eine Empfehlung aussprechen. Es hat keinerlei rechtlichen Verpflichtungscharakter. Das SECO hat sich weiterhin geweigert, uns Zugang zu gewähren. Daraufhin mussten wir, also die WOTS, aktiv ans Bundesverwaltungsgericht wenden, um quasi über das Bundesverwaltungsgericht Einsicht in diese Daten zu verlangen. Und an dem Punkt waren wir als Journalisten am Ende mit unserem Latein, weil eine Eingabe beim Bundesverwaltungsgericht, das bedingt eine ganz eigene juristische Sprache auch. Und deshalb mussten wir unsere großartige Anwältin Regula Bähler das Zepter übernehmen. Und so kam es dann, dass das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen am 28. März 2018 ein Urteil gefällt hat, wiederum zu unseren Gunsten. Das Interesse an der öffentlichen Zugänglichkeit ist erheblich, haben sie festgestellt. Genau. Daraufhin hat das SECO gesagt, nein, wir ziehen das Ganze ans Bundesgericht. Genau. Und wir haben gemerkt, dass etwas passiert sein muss, weil es war nicht mehr das SECO federführend, sondern das Eidgenössische Departement für Wirtschaftsbildung und Forschung. Und die Qualität der Eingabe ans Bundesgericht war schon ein bisschen eine andere als diejenige, die das SECO am Bundesverwaltungsgericht, also die Schriften, die das SECO ans Bundesverwaltungsgericht geschrieben hat. Also offenbar haben die dann ihre Top-Anwälte eingeschaltet. Aber es war zu spät. Am 21. März 2019 hat das Bundesgericht gesagt, nein, es ist alles rechtens, das Bundesverwaltungsgericht hat richtig entschieden, sie müssen uns die Daten geben, beziehungsweise müssen endlich Abklärungen bei den Firmen vornehmen, ob tatsächlich die nationale Sicherheit oder Geschäftsinteressen, Geschäftsgeheimnisse betroffen sind. Und so kam es, dass das SECO endlich abgeklärt hat bei den Firmen, wie das diesbezüglich aussieht. Und eine Mehrzahl der Firmen hat gesagt, oh, eigentlich grundsätzlich kein Problem, nationale Interessen sind nicht betroffen und auch das Geschäftsgeheimnis ist insofern nicht betroffen, dass Rückschlüsse auf einzelne Geschäfte möglich sind. Einige sind dann noch vor den EDÖB gezogen und letztlich ist es Juni 2020 geworden, bis wir diese Daten endlich vom SECO erhalten haben. Also ganze 5 Jahre hat es gedauert. Und der ganze Prozess wäre ohne unsere Anwältin einerseits, Regula Bähler, nicht möglich gewesen, andererseits aber auch nicht ohne unseren Förderverein ProVOTS und den Recherchierfonds, weil die haben uns finanziell den Rücken freigehalten und letztlich auch die Gebühren, die angefallen sind, konnten wir so finanzieren. Es war eben nicht nur ein riesiger Aufwand, sondern eben auch beträchtliche, finanziell hat das Ganze eingeschlagen und ohne diese Rückendeckung wäre das nicht möglich gewesen. Vielleicht nur noch ganz kurz, der einzige Vorteil an diesem langen Prozedere war, dass wir unser Gesuch laufend anpassen konnten. Das heißt, am Anfang ging es nur um Kriegsmaterial und nur um das Jahr 2004. Wir konnten das Gesuch dann ausweiten auf die Jahre 2014 bis 2018 und auch auf besondere militärische Güter. Und was es mit diesen Kategorien auf sich hat, das erklärt euch jetzt Kaspar weiter. Ja, genau. Vielleicht noch kurz ergänzend zu dem, was Jan gesagt hat. Über diese ganzen 5 Jahre hat das Staatssekretariat für Wirtschaft letztlich einfach die Rüstungsfirmen gedeckt und das öffentliche Interesse geringer gewichtet. Jetzt also zu den Exportkategorien. Kurz eine Übersicht.
Es ist so, dass es gemäß dem Gesetz drei Kategorien gibt von Rüstungsgütern, wie sie aus der Schweiz exportiert werden können, nämlich einerseits Kriegsmaterial, dann zweitens besondere militärische Güter und drittens Dual-Use-Güter. Um mit dem Kriegsmaterial zu beginnen, dabei handelt es sich um Rüstungsgüter, die gemäß Definition bei Angriffen eingesetzt werden, also beispielsweise Panzer, Gewehre oder Munition. Diese Ausfuhr wird im Einzelfall geprüft, ob sie den außenpolitischen und menschenrechtlichen Ansprüchen genügt. Aus meiner persönlichen Warte könnte man natürlich auch sagen, Waffenexport genügt in keinem Fall menschenrechtlichen Ansprüchen, aber so ist nun einmal nicht die offizielle Schweizer Politik. Dann die besonderen militärischen Güter, das sind Rüstungsgüter, die nicht bei Angriffen eingesetzt werden. Ein Schweizer Spezialgesetz, kann man sagen, zugunsten einer Firma, Pilatus. Wir werden gleich noch darauf zu sprechen kommen. In dieser Kategorie sind die Standards für eine Bewilligung deutlich tiefer und in bestimmte Staaten ist sogar eine Generalausfuhr möglich, dass also gar nicht mehr im Einzelfall geprüft wird, ob ein Export nun den Ansprüchen genügt. Dann die dritte Kategorie, den Begriff habt ihr sicher schon gehört, das sind sogenannte Dual-Use-Güter, also Exportgüter, die sowohl militärisch wie auch zivil eingesetzt werden können. Auch hier sind die Standards für den Export weniger hoch und ist eine Generalausfuhr möglich. Ja, dann nach dieser Einführung in das Öffentlichkeitsrecht und in die Kategorien möchten wir nun eben aufbrechen zu dieser Werkbesichtigung und euch die einzelnen Firmen anhand der Kategorien vorstellen. Und ich würde mit dem Kriegsmaterial beginnen. Genau hier noch ein kurzes Intermezzo. Den Rüstungsreport haben wir am 16. Juli 2020 bei uns in der Zeitung, wie auch auf unserer Website www.rüstungsreport.ch präsentiert. Die Programmierung und die Gestaltung stammt von Lorenz Schorri und von Marcel Bammert. Was uns wichtig war, war eben diese Firmen auch zu verorten in der Schweiz, damit die Userinnen und Bürgerinnen sehen könnten, wo in der Nachbarschaft von mir befindet sich eigentlich eine derartige Firma. Und man kann also auf einer Schweizer Waffenkarte rumscrollen und diese einzelnen Firmen näher betrachten. Genau das wollen wir jetzt, wie schon eingeführt, beispielhaft tun. Vielleicht noch zuerst die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Rüstungsreport. Also wir haben einerseits eben von allen Rüstungsfirmen, die im Beispieljahr 2017 eine Bewilligung erhalten haben von Kriegsmaterial oder besonderen militärischen Gütern, nun die Namen und die Adressen. Diese Firmen lassen sich zudem in drei Kategorien unterteilen, nämlich zum einen in größere Rüstungskonzerne, dann in Zulieferer und drittens in Waffenhändler. Und was besonders interessant wurde, das habe ich bei NAMO bereits erwähnt, dass in Abstimmungskämpfen eben immer wieder betont wird, dass bei Einschränkungen der Rüstungsindustrie besonders viele Arbeitsplätze bei KMU gefährdet seien. Doch unsere Analyse hat gezeigt, das stimmt überhaupt nicht, denn rund 80% der Exportbewilligungen haben 2017 internationale Rüstungskonzerne erhalten. Es ist also nicht so, dass da das kleine KMU gefährdet wäre, wenn man strengere Exportgesetze beschließen würde. Offen blieb noch damals, welchen Umfang die Generalausfuhrbewilligungen ausmachen. Ja, soweit also die Karte, die wichtigsten Erkenntnisse. Jetzt bin ich endlich da, wo ich vorher schon hin wollte, nämlich bei der Werkbesichtigung. Um mit dem Kriegsmaterial zu beginnen. Es ist die einzige Kategorie, wo annähernd Zahlen bekannt sind. Im Jahr 2017 wurden nämlich für 450 Millionen Franken Rüstungsgüter exportiert. Den größten Anteil, das seht ihr hier, waren im Bereich der Feuerleiteinrichtungen. Feuerleiteinrichtungen dienen dazu, dass Geschosse möglichst treffgenau im Ziel platziert werden können. Dann ist die Schweiz auch spezialisiert auf Munition. Das ist hier der zweite größere Bereich. Dann etwas kleiner sind die verschiedenen weiteren Gebiete, die ganze
Gewehr-, Waffen-, Pistolenproduktion, die Panzerproduktion, Landfahrzeuge und so weiter. Genau. Jetzt kommen wir hier zur ersten Firma, sehr beispielhaft ein Großkonzern, nämlich die Rheinmetall Air Defense AG. Wie ihr hier sehen könnt, haben sie 2017 mit Abstand am meisten Bewilligungen gehalten, um exportieren zu dürfen. Um hier das kurz zu erklären, es ist so, dass eine Firma natürlich deutlich höhere Bewilligungen haben kann, als sie dann tatsächlich exportiert. Und die Firma Rheinmetall, die war der Spitzenreiter 2017, die hatte die Erlaubnis für mehr als 1 Milliarde Rüstungsgüter zu exportieren. Jetzt kurz zu dieser Firma. Sie stellte Flugabwehrsysteme her. Die tragen dann so klingende Namen wie Skyguard, Sky Shield Generation oder auch Sky Next. Was sich hinter diesen Namen verbirgt, das zeigt allerdings ein Beispiel, nämlich der Raketenwerfer Astros 2. Von dem ist nämlich bekannt, dass er im Jemen Streumunition verschossen hat. Wie nun gelangte dieser Raketenwerfer überhaupt in den Jemen? Es ist so, dass die Rheinmetall ein Feuerleitsystem nach Brasilien exportiert hat, dieses Feuerleitsystem dort in den Raketenwerfer eingebaut worden ist und dieser dann schließlich in den Jemen gelangte. Die Rheinmetall Air Defense, das kann man noch sagen, ist eine Tochterfirma der deutschen Rheinmetall. Und diese wiederum ist der größte ausländische Rüstungsproduzent in der Schweiz. Für alle, die sich noch für die Geschichte und vielleicht auch für die Kunst interessieren, diese Rheinmetall geht zurück auf die Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon, die Emil Georg Bührle einst begründet hat. Soweit also einmal das Beispiel eines Großkonzerns. Dann als nächstes eine der klassischen Schweizer Munitionsfabriken, das ist die Saltec AG in Däniken in Solothurn. Wie wir hier sehen am Umfang, also die hat jetzt nur eine Exporterlaubnis für nur in Anführungszeichen für 15 Millionen Franken in 2017, also eine deutlich kleinere Firma. Sie exportiert vor allem Munition, einerseits ins Ausland, sie liefert auch an den Bund, denn selbstverständlich sind auch verschiedene Firmen für die Schweizer Armee tätig und die Firma Saltec ist deshalb umstritten, weil sie einmal einen Großauftrag für Panzermunition erhalten hat. Gleichzeitig ist der heutige Präsident der Firma, Andreas Stauffacher, war der früher bei der Beschaffungsbehörde Armaswiss der Schweizer Armee tätig. Und hier sehen wir natürlich, dass diese Firmen, das Militär und so weiter immer bestens zusammenarbeitet. Man kann sagen, Kameraden halt. Genau, das wäre das Beispiel der Munitionsfabrik. Jetzt zur nächsten, noch zu einer kleineren Firma. Wir haben es gesagt, es gibt Großkonzerne, es gibt diese Munitionsfabriken und es gibt eben verschiedene kleine Zulieferer. Auch das hier ist ein klassisches Beispiel, die RC Drittec AG in Teufen in Ausserrhoden. Hier sehen wir auch jetzt die Summe, die hat jetzt nur noch eine 100.000er Zahl Exportbewilligung, 300.000. Und die RC Drittec, die hat sich dem Wasserstoffisotop Tritium verschrieben. Damit kann sie vor allem in der Nacht leuchtende Oberflächen produzieren. Und das ist natürlich, können wir uns denken, sehr wichtig beim Einsatz von Visieren, also damit man gewissermaßen das Gewehr gut ausrichten kann in der Nacht. Und wie uns hier der CEO Albert Zeller mitgeteilt hat, die Kleinen waren ein bisschen zugänglicher, der hat uns mitgeteilt, dass die Zielländer Deutschland und Italien sind. Ja, soweit einmal diese erste Werkbesichtigung in den Hallen jener Firmen, die Kriegsmaterial exportieren. Dann würde jetzt Jan wieder übernehmen und auf die besonderen militärischen Güter eingehen. Genau. Wie gesagt, Kaspar hat ja die Kategorie der besonderen militärischen Güter vorhin schon definiert.
Hier müssen wir ganz klar festhalten, es sind nur bisher Einzelbewilligungen ausgewiesen. Das heißt, all jene Exporte, die über Generalausfuhrbewilligungen getätigt werden, die sind hier noch nicht erfasst worden. Wir kommen dann später aber nochmal darauf zurück, weil uns hier eine Art Befreiungsschlag geglückt ist vor kurzem. Jedenfalls kann man sagen, ihr habt vorher gehört, beim Kriegsmaterial waren es 2017 470 Millionen Export, der Exportumfang. Bei den besonderen militärischen Gütern lag der Umfang des Exports zwischen 2016 und 2019 im Schnitt bei 150 Millionen. In unserem Referenzjahr des Rüstungsreports 2017 waren es Exporte im Umfang von etwa 310 Millionen. Jetzt kann man eigentlich sagen, dass es einen ganz großen Profiteur gibt dieser Kategorie beziehungsweise auch des gesetzlichen Rahmens innerhalb der besonderen militärischen Güter. Das ist Pilatus Flugzeugwerke AG aus Stans. Genau, sie sind eigentlich der einzige Flugzeughersteller der Schweiz und sie stellen Trainings- und kleinere Mehrzweckflugzeuge her. Jetzt für die Kategorie der besonderen militärischen Güter sind insbesondere die Trainingsflugzeuge interessant, denn damit werden Kampfpiloten ausgebildet. Genau. Insgesamt beschäftigt er 2000 Mitarbeiterinnen, nicht nur in Stans. Pilatus hat auch unter anderem in den USA oder beispielsweise in Australien noch eine Präsenz. Und der Umsatz liegt bei über 1 Milliarde Franken pro Jahr. Es gibt dort allerdings relativ große Schwankungen, wenn zum Beispiel Saudi-Arabien Trainingsflugzeuge des Modells PC-21 bestellt, dann macht dieser Auftrag gerne einmal über 1 Milliarde Franken aus und sprengt dann natürlich den Umsatz, den Jahresumsatz der Firma genau. Weltweit sind heute 211 dieser PC-21 Trainingsmaschinen im Einsatz und dazu gehören immer auch Simulatoren und oft auch Trainingseinsätze, zuweilen sogar in Stans. Also es ist zum Beispiel bekannt, dass saudi-arabische Kampfjetpiloten auch schon in Stans im Training waren. Und die sind in Ländern im Einsatz wie Singapur, Vereinigte Arabische Emirate, eben in Saudi-Arabien, Katar, Jordanien, Australien und Frankreich. Also in vielen Ländern, die in bewaffnete Konflikte oder Kriege involviert sind. Und wie gesagt, Pilatus ist der mit Abstand wichtigste Profiteur im Bereich der besonderen militärischen Güter. Man spricht deshalb auch vom Güterkontrollgesetz. Das ist der gesetzliche Rahmen der besonderen militärischen Güter von einer Lex Pilatus. In der Definition ist dort auch explizit von Trainingsflugzeugen mit Aufhängepunkten die Rede. Das ist eben eine Art gesetzliche Ausnahme, dass die Kontrollen nicht so streng sind für den Export dieser Trainingsflugzeuge. Genau. Eine andere Firma, die innerhalb der besonderen militärischen Güter eine gewisse Rolle spielt, in sehr viel kleinerem Umfang. Wir reden ja von knapp 1 Million. Zum Vergleich bei Pilatus, dem Profiteur, reden wir von 200 Millionen. Also auch hier wird die Dimension ganz klar und wie dominant die Stellung von Pilatus innerhalb dieser Kategorie der besonderen militärischen Güter ist. Die SCG Security Counter Intelligence Group ist insofern interessant, weil sie ein neues Feld für sich abdeckt, ein Technologiefeld. Wir haben uns mit dieser Firma auseinandergesetzt und im Handelsregister steht ein bisschen kryptisch Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Integration von Kommunikations-, Telekommunikations- und Informationssystemen. Wir haben dann aber über eine Abfrage in der Schweizerischen Mediendatenbank und über Internetberichte herausgefunden, was diese SCG Security Counter Intelligence Group eigentlich wirklich macht. Sie sind unter anderem Spezialistin für die Drohnenabwehr. Und das ist ein Feld, ein Geschäftsfeld, das mittlerweile wirklich in die Milliarden geht, weil immer mehr Drohnen eingesetzt werden. Von wem auch immer ist die entsprechende Abwehr auch immer wichtiger geworden. Und es ist ein wachsendes Geschäftsfeld. Wir haben dann auch herausgefunden, dass die Firma 2017 unter anderem Produkte im Wert von rund einer Million Franken an die Vereinigten Arabischen Emirate ausgeliefert hat. Dort unterhält die Firma übrigens auch einen Ableger bzw. ein Büro
Genau, das sind zwei typische Firmen im Bereich der besonderen militärischen Güter. Genau, und jetzt würde Caspar nochmal übernehmen und euch ein bisschen mehr erzählen über die Generalausfuhrbewilligung und die Bedeutung dieser Praxis. Ja, genau. Danke, Jan. Damit also zu diesem sehr bürokratischen Begriff der Generalausfuhrbewilligung, der aber auch verschiedene Punkte jetzt zusammenbringt, die wir in unserem Vortrag angesprochen haben. Bisher war nicht bekannt, welche Firmen über eine solche Bewilligung verfügen, die es ihnen eben erlaubt, besondere militärische Güter und Dual-Use-Güter ohne spezifischere Kontrolle zu exportieren. Und zwar in 29 Staaten, darunter sind neutrale Staaten wie beispielsweise Österreich oder Schweden, aber auch solche, die in die Kriege der Gegenwart verwickelt sind, die auch ausgelöst haben, wie die USA und die Türkei. Wir haben da also ein neuerliches Gesuch gestellt. Diesmal ging es ein bisschen schneller als das erste und haben nun die Namen der 156 Firmen erfahren, die über eine solche Generalausfuhrbewilligung verfügen und haben dann mit doch einem gewissen Erstaunen festgestellt, dass mindestens 30 direkt im Rüstungsgeschäft tätig sind, obwohl es ja eben nur in Anführungszeichen um besondere militärische Güter oder Dual-Use-Güter geht. Da war beispielsweise der Thurgauer Panzerbauer Mowag darunter, dann der Gewehrproduzent B&T und natürlich auch wieder Pilatus. Pilatus hat eine Lizenz, kann man sagen, zum weltweiten Export. Und dank diesen Generalausfuhrbewilligungen wurde insgesamt erstmals die Dimension der Rüstungsexporte sichtbar. Sie liegen nämlich, das konnten wir letzte Woche veröffentlichen, um ein Mehrfaches höher, als das man bisher angenommen hat. Das seht ihr hier nun in dieser Tabelle, die ganze Wahrheit, um die einzelnen Kategorien nochmals zusammenzubringen. Vielleicht ging es bisweilen auch ein bisschen schnell. Es gibt also das Kriegsmaterial, es gibt die besonderen militärischen Güter und es gibt die Dual-Use-Güter. Bei den besonderen militärischen Gütern und den Dual-Use-Gütern gibt es einerseits Exporte, die über eine Einzelbewilligung erfolgen und andererseits solche, bei denen es eben eine Generalausfuhrbewilligung gibt. Bekannt waren bisher diese Exporte hier, das haben wir erwähnt, das Kriegsmaterial. Bekannt waren auch Einzelbewilligungen im Bereich der besonderen militärischen Güter. Jetzt hier aber die ganze Wahrheit. Also wir sehen hier von 2016 bis 2019 die Zahl des Kriegsmaterials, die beträchtlich gestiegen ist in diesen Jahren, von 400 auf 700 Millionen Franken. Jetzt erstmals publik wurden eben auch, wie viele Millionen gesprochen wurden an Generalausfuhrbewilligungen. Das seht ihr in dieser Spalte, auch relativ eher gestiegen von 1,5 Milliarden auf rund 3 Milliarden. Hier seht ihr noch die Einzelbewilligungen, die haben eher abgenommen von 1,6 Milliarden auf 300 Millionen. Jetzt, was nicht bekannt ist, ist, wie viele Generalausfuhrbewilligungen wurden für Dual-Use-Güter gesprochen, wie viele für besondere militärische Güter. Das führt jetzt auch sehr ins Detail. Entscheidend ist letztlich dann hier der Zusammenzug ganz hinten. Ihr seht, 2016 wurden in allen drei Kategorien Kriegsmaterial, besondere militärische Güter, Dual-Use-Güter 3,5 Milliarden exportiert oder Güter im Wert von 3,5 Milliarden und das ist eher gestiegen. Jetzt 2019 sind wir bei 3,8 Milliarden und wir haben es gezeigt, bisher hat der SECO immer gesagt, ja, es sind so 400 Millionen Kriegsmaterial und dann kommt noch ein bisschen besondere militärische Güter dazu, aber wenn man die ganze Wahrheit betrachtet, dann ist es gewissermaßen das Vierfache, Fünffache mehr, als das bisher bekannt war. Ja, das war diese Recherche, die wir in diesem Jahr jetzt noch machen konnten. Und wir sind natürlich auch sehr gespannt. Anfangs März ist es soweit. Das SECO wird dann wieder seine Zahlen präsentieren. Und wir gehen davon aus, dass sie sich wieder eher nur auf das Kriegsmaterial
beschränken werden. Aber vielleicht ändert ja die Transparenz auch ein bisschen etwas. Ja, das war soweit unsere Übersicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Hier noch eine, haben wir noch ein kleines Bild von uns hineingesetzt, weil wir in dieser Woche auch den Prix Transparence gewonnen haben für diese Recherche. Ein Preis, der vergeben wird. Hier seht ihr den hübschen Pokal mit der Glasscheibe, total transparent. Dieser Preis zeichnet jeweils Recherchen aus, die mit dem Öffentlichkeitsrecht erstritten wurden. Und dass wir diesen Preis hier gewonnen haben, zeigt sicher noch einmal, dass in der Bevölkerung ein großes Interesse auch an diesem Thema besteht. Und apropos Bevölkerung und Zuhörerinnen, sind wir jetzt natürlich sehr gespannt auf eure Fragen. Ja, herzlichen Dank für den tollen Vortrag von euch, von Jan und Kasper von der WOZ, der Wochenzeitung. Sehr ausführlich und sehr interessant, wie ich finde. Übrigens, der Chat findet das auch. Gibt ein großes Lob an euch beiden und an der WOZ für eure Arbeit. Und noch Gratulation von unserer Seite natürlich für eure Auszeichnung, die ihr bekommen habt, für den Preis. Wir möchten noch um Entschuldigung bitten für die Tonprobleme am Anfang, aber die haben sich ja mittlerweile dann erledigt. Folgende Fragen sind im Chat aufgetaucht an euch. Und zwar, was wären die Gründe, dass die SECO die Interessen der Wirtschaft bisher gewichtete? Also, was waren die Gründe, dass die SECO die Interessen der Wirtschaft höher gewichtete? Entschuldigung bitte. Also es liegt sicher schon im Namen drin, das heißt Staatssekretariat für Wirtschaft. Insbesondere diejenigen Vertreter dieses Bundesamtes, die für Kriegsmaterial zuständig waren, da hatte ich manchmal das Gefühl, deren allererste Aufgabe ist Standortförderung, Wirtschaftsförderung. Die sind quasi, wie soll ich sagen, die behördliche Vorhut der Schweizer Firmen in diesem Bereich. Und die Exportkontrollen bzw. Transparenz, das sind eigentlich störende Elemente da drin. Deshalb auch, das fand ich eigentlich das Krasseste an diesem ganzen Prozess, die haben von Anfang an kategorisch gesagt, nein, das machen wir nicht. Und erst das Bundesgericht hat sie dazu gebracht, endlich mal mit den Firmen selbst Rücksprache zu nehmen und bei denen mal nachzufragen, wie sieht es eigentlich aus mit Geschäftsgeheimnis, wie sieht es eigentlich aus mit nationalen Interessen, um dann als Rückmeldung zu erhalten, es ist eigentlich überhaupt kein Problem, finde ich, zeigt exemplarisch auf, wie das SECO mit diesem ganzen Komplex umgeht und wie sie ihre Rolle sehen. Für mich ist es in allererster Linie Standort- und Wirtschaftsförderung der Rüstungsexporteure in diesem Land. Dann vielleicht noch eine weitere Frage. Müssen Exporte von Überwachungstechnik, Software etc. ebenfalls bewilligt werden? Gehören die auch zum entsprechend, fallen sie unter dieselben Gesetze oder ist das eine separate Sparte? Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine separate Sparte. Da gibt es eine spezielle Verordnung zur Überwachungstechnologie. So wie kann ich schon mal ankündigen, das wird einer unserer nächsten Recherchen in diesem Bereich sein, weil wir da auch über neue Zahlen verfügen werden. Das ist im Grunde genommen im Bereich der Dual-Use-Güter. Wir reden hier von Dual-Use-Güter, also allen voran IMSI-Catcher und Intrusive-Software, der sehr heikel ist, weil wenn man sich da die Exporte anschaut, dann sieht man, dass eine Handvoll Firmen nach Ländern wie Pakistan, Indonesien, China, Ägypten, Marokko exportieren. Und das ist ein sehr heikler Bereich, der aber einer eigenen Gesetzgebung unterliegt, beziehungsweise einer eigenen Verordnung. Und es ist zum Beispiel so, dass Generalausfuhrbewilligungen, die gelten nicht für diesen Bereich. Also Überwachungstechnologie ist ausgenommen davon. Es braucht immer eine Einzelbewilligung. Kann man vielleicht da auch anschließend an diese Frage bei diesem Dual-Use-Case, weiß man, wie viel von diesem Dual-Use-Case wirklich dann auch militärisch genutzt wird oder auch polizeilich genutzt wird oder wirklich auch nur und dadurch natürlich dieser Dual-Use-Case mehr oder weniger missbraucht wird? Weiß man das oder ist das einfach eine Zahl in der Statistik, die man da nicht abschätzen kann, dass es einfach nur Dual-Use-Case ist?
Man weiß es von Einzelfällen, die publik geworden sind. Zum Beispiel hat die WOTS 2014, das waren damals Dani Riso und Carlos Hannemann, die herausgefunden haben, dass das Rapid Action Battalion aus Bangladesch IMSI Catcher in der Schweiz kaufen will. Aber ansonsten kennt man das Abnehmerland, aber die genaue Behörde oder der genaue Einsatz, den kennt man nicht. Das SECO kennt den, aber das ist ein grundlegendes Problem und genau das werden Kaspar und ich bald in Angriff nehmen. Dann kam noch die Frage im Chat auf, sind Datensätze hinter den Rüstungsexporten öffentlich verfügbar? Beispielsweise besteht die Möglichkeit, diese zu beziehen, also durch das Öffentlichkeitsgesetz. Also ganze Datensätze, nicht nur einen Brief, in dem das formuliert wurde. Ja, bitte. Ja, also was bis jetzt ein gewisses Problem ist, ist, dass vor allem nicht bekannt ist, in welche Länder diese Exporte auch erfolgen. Das heißt, wir wissen zum einen beispielsweise, in welchen Kategorien, in welches Land geliefert wird. Also wird etwa Munition, sagen wir jetzt, oder eben ein Feuerleitsystem nach Brasilien geliefert. Das wissen wir. Was wir allerdings nicht wissen, ist, und wir wissen auch, welche Firma zu welcher Summe exportieren darf, das ist neu, aber wir wissen noch nicht, welche Firma exportiert was in welches Land. Zum Teil kann man das aus den Daten sehen, aber das ist ja dann eigentlich das Interessante, oder? Also es kann sein, dass in der Statistik irgendein Rüstungsgut auftaucht, wo man weiß, das kann nur Rheinmetall sein, von dieser Summe her, von der Spezifikation her und so weiter. Aber das wäre natürlich dann erst interessant, wenn man all diese Daten zunehmend so zusammenfügen kann. Die Frage ist natürlich, ob das SECO das selbst statistisch erfasst. Ja, das weiß Jan genauer. Also das SECO erfasst das tatsächlich so. Also da wird jeder einzelne Export, jedes einzelne Exportgut wird genau dokumentiert, wohin das geht. Im Bereich von Kriegsmaterial. Da ist auch der Endabnehmer bekannt, aber da legen sie natürlich den Deckel drauf. Also so viel Transparenz wollen sie dann überhaupt nicht haben. Das wäre auch global gesehen wirklich dann einzigartig. Auch die jetzige Ausgangslage über den Rüstungsreport ist so, dass es das in der Form eigentlich weltweit nicht gibt. Und ich möchte wirklich euch alle auch einladen, euch auf der Seite umzusehen und Fragen zu stellen, nach Firmen zu suchen. Viele interessante Punkte und Recherchen haben wir noch nicht gemacht. Und umso schöner eigentlich, wenn ihr euch da auch einklinken würdet und euch das mal anschaut, weil gerade diese Verbindungen, die Kaspar aufgesagt hat, dass man weiß, Rheinmetall, in der Größenordnung gibt es nur diese Firma, die im Bereich der Feuerleitsysteme sowas exportieren kann, das liegt dann auf der Hand. Da haben wir das Wissen dazu, aber bei ganz vielen Geschäften ist das eben nicht so. Also von daher, von vollständiger Transparenz sind wir tatsächlich noch entfernt. Vielleicht noch eine kleine Frage, wenn wir schon bei Rheinmetall sind. Wie weit nützen ausländische Rüstungsfirmen die Schweiz als neutraler Ausgangspunkt durch ihre Tochterfirmen, damit diese als neutrales Land exportieren können oder zumindest gut dastehen durch ein neutrales Land wie die Schweiz? Ja gut, Rheinmetall ist natürlich eben historisch ein sehr interessantes Beispiel, oder? Weil die Schweizer Rüstungsindustrie vor allem auch entstanden ist als Umgehungsgeschäft des nationalsozialistischen Deutschlands, oder? Die durften ja nicht aufrüsten nach dem Ersten Weltkrieg und haben dann lauter Niederlassungen in der Schweiz, in Italien und so weiter gegründet. Das bekannteste Beispiel in der Schweiz ist neben Rheinmetall zum Beispiel der Flughafen Altenrhein, der auf der anderen Bodenseeseite liegt. Der liegt nur dort, weil die Deutschen keine Flugzeuge mehr bauen durften. Das ist gewissermaßen das historische Erbe. Also viele dieser Firmen neben den Munitionsfabriken sind an sich deutsche oder eben nationalsozialistische Gründungen. Das muss man schon in Betracht ziehen. Auch die Pilatus notabene wurde von Emil Georg Bührle gegründet. Um jetzt aber in die Gegenwart zu
kommen. Dort ist es eher so, dass gewissermaßen diese Spezialisierungen einfach weiterhin genutzt werden, oder? Also Rheinmetall war schon immer in Oerlikon auf Fliegerabwehrsysteme spezialisiert und sie sind es weiterhin. Dass es allerdings besonders sinnvoll ist, in einem neutralen Land zu produzieren, das würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten, eben weil in der Schweiz die Kontrollen doch vergleichsweise funktionieren. Okay, aber danke Kaspar. Ich muss dich leider da unterbrechen, weil wir am Ende von unserem Tag angekommen sind. Vielen Dank. Die Jan und Kaspar sind noch weiterhin in der 2D-Welt noch anzutreffen, im WOTS-Gebäude im Dorf. Und dort könnt ihr mit ihnen persönlich chatten und austauschen und Fragen stellen. Bitte besucht das die 2D-Welt und Jan und Kaspar werden dort sein und auch eure weiteren Fragen gerne beantworten. Mein Name war Aurene Melzer oder sprich Kubikpixel. Ich wünsche euch sehr viel weiterhin Spaß hier am Winterkongress 2021. Weiterhin viel Spaß beim weiteren Programm hier auf dem Winterkongress.